coast! Ja, dann heißt es einfach mal wieder nur trainieren. Einfach nur trainieren. Oh je. Hey! Ganz schnell drücken. Sleep tight. Aber nicht zu viel schlafen. Ganz wichtig, nicht zu viel schlafen. Ein Goblimon. Toll. Ein Gamer wäre mir lieber gewesen. Ich würde den Erben ein paar Items oder ein bisschen was verfüttern hier. Das ist auch blöd. Die wollen ausruhen und wollen essen. Wenn ich mich ausruhe, dann verhungern mir die. Oh. Beide können ausruhen. Mal gucken, wenn die jetzt pennen wollen. Bestimmt jetzt. Was, die haben Hunger? Das ist auch blöd. Das ist auch blöd. Mirage, Gaugamon. Grankomon und Boltmon. Okay, was hast du? Ogrimmon. Gaugamon wäre auch nice. Und Ogrimmon. Ja, warum nicht? Training time. Da pennen die auch so, deswegen pennen die auch so lange, wie ich immer. Das sind auch so zwei Nachteulen hier. Jetzt wollen sie pennen. Ready? 0 Uhr. Time to say good. Warum nicht, ne? 1200. Hatten der einen MP? Knapp 10.000. Okay. Beide sind wieder müde. Aber die Zeitspanne passt bei den beiden doch sehr gut. Schon wieder müde, mein Gott. Die beiden haben es aber. 18 kriegt Meramon dazu. Boah. Willkommen in der Anfangszeit. Oh, schon mal eine Stunde weniger gepennt. Ich schlafe dann echt die Zeit nach, okay? Ist mir jetzt mal aufgefallen. Mirage, Gaugamon, alter Schlüsselpunkte. Oh! Cool! Ich mag die Gaumon-Reihe. Ich mag die Gaugamon, ist. Hat Stil. Wäre Garurumon und Grableomon. Grableomon wäre auch nice, das geht da drüben. Ich bin schon wieder müde. Ich krieg Panik gerade. Warum Blumenmeeramon? Ich krieg Panik. Halt. 18 Uhr. Okay, bist nur lebendiger. Können wir das für die Geschwindigkeit geben? Warum wir das denn? Das geht. Okay, auch. Okay. Weiter geht die Wiederfahrt. Ja. Abholen. Schlafen. Trainieren. Einfach. Ich glaube, du Meramon bist du schon 10. Ja. Jetzt schlafen wir. Dann können wir die ganzen Sachen holen. Unsere täglichen Touren machen. Mach Gaugamon. Mirage Gaugamon Gewicht. Das könnte viel wiegen wollen. Perfekt. Die wollen noch nicht so viel essen. Fällt mir gut. Das verstehen die, warum nur er gerade down ist. Aber jetzt sind sie beide down. Oh, wird er schon wieder zu alt? Wobei 10 nicht alt ist. Okay, Blumenmeeramon, du bist mir echt schon zu schnell müde. Scheiße. Oh, bin schon wieder müde. Okay, das ist der letzte Trainingstag. Ich kann es nicht länger hinausziehen. Ich trainiere noch mal ein bisschen. Den halben Tag kann ich noch trainieren, dann ist Feierabend. Ja, das machen wir auch. Okay. Oh. Geht's mit der... Ja. Okay. It's Showtime. Ich wollte den eigentlich ausschöpfen. Also jetzt trainieren wir noch die halbe Stunde oder den halben Tag, dann gehen wir weiter.
Weil ich kann mich hier nicht die ganze Zeit echt mit dem Training aufhalten. Und das ist auch bereit. Lol, ich krieg einmal die Megaform. Einmal die Ultra von ihm, okay. Okay, wir brauchen eigentlich nur noch viele Siege. Das ist jetzt nicht gerade schwer. Die können wir unterwegs auf jeden Fall alle mitnehmen. Also, kommt alle mal her. Also, wir machen jetzt quasi jeden platt unterwegs. Nehmen jeden Pilz, den wir finden können. Wir nehmen alles mit jetzt. Jetzt ist Farmen angesagt. Jetzt geht's schon gar nicht mehr. Ja, Digi-Sprössling, sowas zum Beispiel. Ja, komm, den lasse ich mal da. Echt alles mitnehmen, was nur irgendwie ansatzweise was bringt. So kann man Siege farmen. Siege immer kombinieren am besten, so. Digisäure, wie gesagt. Ach, komm her. Ja, das ist gut, dass wir nur gegen einkämpfen. Ja, und Meramon füllt die MP auf. Nice. Ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt? Es digitiert. Es digitiert. Da ist ja auch schon wieder 7, ne? Ja. Jawohl, mach Gaugamon. Cool. Ne, Öl und Latex. Och, da ist jemand. Ach, hier hinten. Oh nein. Okay. Ich gehe am nächsten Tag hier auch nochmal hin. Okay, ihr seid beide müde. Ist nicht das große Problem. Das können wir jetzt nämlich auch problemlos machen. Nämlich mit dem Zelt. Mit dem Zelt können wir nämlich auch rasten. Das ist das Geile da dran. Dann geht auch eine Stunde rum. Genau, da werden auch wieder Sachen hergestellt. So, kommt gleich mal her. Du, Meramon ist deutlich angeschlagen. Der wird nicht mehr lange leben, habe ich das Gefühl. So. Bam. Es läuft. Hat er 100 Bit. Wenn ich hier von jedem 100 Bit bekomme, das ist geil. Stufe 5 geht nicht mit einem Schlag down. Okay. Das gibt mir schon zu denken. Ja, wirklich, also ich nehme schon wieder 1,20 auf und ich habe eigentlich ja fast keinen Fortschritt. Und zwar wirklich kaum Fortschritt. Kommt einfach mal her hier mit euren. Wäre vielleicht angenehmer. Die wollen nicht kämpfen. Wollt ihr. Ja, ihr wollt kämpfen, alles klar. Oh, hat er mich noch geschliffen. Okay, die machen Damage. Aber wir auch. Wir machen auch Damage. Es geht eigentlich vom Damage her, was die machen. Ah, die waren schon nicht ohne. Die waren echt nicht ohne. Bitte Digisäure. Nee, Latex. Hätte ja klappen können. So, jetzt gehen wir mal hier durch den Tunnel. Okay, weil jetzt können wir hier wieder nochmal graben. Vielleicht kriegen wir nochmal was Selteneres. Und die Musik. Oh, ich liebe die so sehr. 3! Okay, alles klar. Die Skelle muss ich mir merken, ey. Die ist ja göttlich. Alter, ihr macht kaum Damage. Oh, es geht aber, es geht. Du machst da mal deinen Special Move. Weil die anderen beiden sind so gut wie erledigt. Siegesknöchel. Okay, die Attacke kenne ich aber anders. Rumeramon Attack. Kalte Flamme. Das müsste reinhauen. Ja, aber nicht wirklich so, wie ich mir das erhofft habe. Schon wieder ein Klo? Alter Schwede. Schon wieder. Komm, einmal mobiles Klo. Zack, bam. Und dann da werden wir noch unseren Spaß haben. Wir sollen erstmal herausfinden, was da überhaupt vor sich geht. Alles klar. Das war nämlich das, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt die
besten Fleisch. Ne, Fleischbrocken waren das, die ich da ges. Okay. Ja, bestes Fleisch ist nochmal eine Stufe höher. Kannst du dich mal da wegbewegen? Geh mal da hinten in die. Oh, in die andere. Ja, in die andere Ecke sollst du gehen. Oh! Ich weiß, dass Tyrannomon nicht gerade schwach ist. Jemand muss Vigimon eine Lektion erteilen und ihm diese Fette abnehmen. Bitte, du musst das für uns tun. Kann ich gerne machen. Warum stehst du dann da auf einmal? Das Gemüse auf den Feldern ist für Lady Wolfsmon allein. Mir wurde verboten, sie an irgendjemand anderen auszugeben. Das ist mir sowas von egal. Du bist geplättet. Dann machen wir die Fusion der beiden. Hatten wir nämlich auch noch nicht. Die Keile von einem Siegesknöchel. Der haut dann. Alter, das haut dann richtig rein. Perfekt, ey. Jetzt kriegen sie den echt nicht platt, oder was? Alter, der ist so gut wie down und der kriegt den gerade jetzt nicht platt, ey. Komm. 10 Damage, danke. Fuck, fuck, fuck. Das muss man erstmal, das musst du erstmal wissen. Das müsst ihr erstmal wissen. Ich hab Zeit, Red Vigimon. Alter, leck mich bald am Arsch, ey. Ah! Ich habe auch kaum Heilungsdisten. Taktik, Flucht, yes. Aber ansonsten passt es. Das ist Knochenresort hier in, ja, geile Gegend. Eine wirklich geile Gegend, aber eine Gegend, wo wir eigentlich noch nicht stark genug für sind. Skygrimmon ist im Knochenresort. Versuch ihm da so ein Ding abzuknöpfen, wenn du ihn findest. Klar, der ist auf dem Friedhof. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da noch nicht hinkommen werde. Naja, Verhandlungskünste müsste ich da nicht zeigen. Ich muss gegen den kämpfen und fertig ist die Sache. Knochenresort ist halt ein bisschen blöd aufgebaut. Ich sage euch mal warum. Das ist echt blöd aufgebaut. Also du musst quasi immer so Slalom laufen, wenn du dann da oben halt hin willst. Das kostet halt viel Zeit. Das könnte immer mit rot sein. Ja. Oh shit. Nein, 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 nein. Danke. Ich könnte es versuchen, den anzusprechen. Aber das geht in der Regel schief. Ja, wegen den drei Digimon. Ja, da brauche ich gar nicht kämpfen. Da brauche ich gar nicht kämpfen. Nein! Ach komm, leckt mich am Arsch, ey. Ich will die beiden da ansprechen. Das sind Teriamon und Lockmon. Jetzt natürlich geht der Digi. Ja, der Digifon ist eh schon im Keller. Von dem her macht das dann eh keinen Unterschied mehr. Beweg dich mal nach. Ja, danke. Noch weiter nach links. Noch weiter nach links. Ja, ihr habt Hunger. Wartet. Ich will die nur beiden ansprechen. Mehr will ich gar nicht. Oh, ich hab Viereck gedrückt. Okay. Wie ein Wahnsinniger. Wenn das alles ist, was ich tun kann, dann bin ich für sie nur eine Belastung. Oh, der scheint nicht gut drauf zu sein. Im Gegenteil, negativ drauf. Teriamon ist auf Flotain zurückgekehrt. Es hat Wind vom Restaurant gekriegt und sich dorthin auf den Weg gemacht. Hoffentlich will es da nicht nur futtern. Lobmon ist auch Flotain zurückgekehrt. Es ist ins Restaurant gegangen. Ich glaube nicht, dass es dort nur essen will. Bischke möchte es da arbeiten.